Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Burago. Diese Therapie ist gotzenlos. Wir sind hier bei dem Fahrsimulator 1930. Naja, ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt und jetzt weiß ich auch, wo mein Fehler war. Und zwar, man sieht da ganz unten so mittig am Ersatzrad sieht man den blauen Pfeil. Da müssen wir nämlich hin. Wir haben uns völlig verfahren und haben vergessen, dass wir da nochmal wohin müssen. So. Ich würde sagen, fahren wir mal in diese Richtung aber los. Viele Möglichkeiten haben wir ja nicht, wo wir es hingehen müssen. Halt trotzdem mal im Blick, dass da drüben keine Polizei auftaucht. Zum Glück gibt es hier auch keine Fußstreifen. Also ein bisschen außerorts. So. Zu sportlich sollten wir vielleicht aber auch nicht fahren. Und das mit Oldtimer. Stellt euch mal davor, wir reden davon, mit dem Oldtimer nicht zu sportlich zu fahren. Oh, wir können ja mal richtig Gas geben. So, das kaum sage ich und schon haben wir das Problem. Aber wenn wir das Ticket gleich noch los hier. Ja. Der nächste. Ich werde mal sehen, ob wir hier vielleicht ein bisschen abbiegen können und ein bisschen aus Sichtfeld kommen hier. Mein Plan ist da durch das Industriegebiet zu fahren. Da, wo der Rote gerade hin abbiegt. Tja, der hat mal nachgegeben. Sonst, okay, jetzt sind wir dann links los. Wo will man denn hin? Ah, weiter nach unten. Das heißt, hier sind wir eh falsch. Und deswegen habe ich das noch nicht für voll genommen, so richtig. Die Frage ist, wo müssen wir überhaupt hin? Wir könnten theoretisch auch hier trotzdem lang... Nee. Ich habe ja auch keinen Plan, wo wir hin müssen. Ich weiß nur, hier sind wir falsch. So, mit den sportlichen Fahrzeugen wird das auch ein bisschen mehr, wenn die Polizei davonfahren können. Aber trotzdem quält er sich immer noch mächtig den Berg hier hoch. Oh. Wumme. Da werden wir auf jeden Fall einmal hier, hier rumfahren und dann abbiegen. Da steht auch die Polizei. Deswegen fahren wir mal ein bisschen gesittet. Und dann mal schauen, wo wir hinkommen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal dann hier lang weiter. Einfach hier geradeaus rüber. Auch über die schicke Brücke. Ja, ja. Wieder eine Fußstreife. Da geben wir mal ein bisschen Gas hier. Die ignorieren wir mal gekonnt. Oh, hier lang rum. Und da unten sieht man jetzt auch ein Kreuz. Da wird man wissen, wo wir hin müssen. Das heißt, wir biegen mal die nächste ab. Dann müsste ein Kreisverkehr kommen. Um den müssen wir uns einfach noch rumzwirbeln. Oh. Schön über die Überholspur gehen hier. Geradezu ist der Baum und dann... Auch wieder mal ein schöner Kreisverkehr. Sehen wir wieder mal was Neues von der Stadt. Der fährt aber auch ein bisschen komisch, der Freund hier. War mal gesoffen oder was, hä? Das ist skandalös. Also was hier alles an die Fahrzeuge jetzt steuern lassen, ist ja unglaublich. So, da vorne geht's weiter. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Außer Fußgänger, die unbedingt sterben wollen. Oh, ah, da sieht man schon die besagten Tennisplätze. So, da ist auch schon der rote Punkt. Rote Punkt sei schon das. Sieht aus, als wären wir da. So. Das heißt einsteigen und ich ahne, wo es hingehen soll. Verfolgungsjagd. Und dummerweise weiß ich auch schon, wo die Verfolgungsjagd hingehen wird. Okay. Mann, das war knapp. Die sind ganz schön besorgt um Frank, wenn sie ihn in einem gepanzerten Wagen rumfahren. Ich hänge mich mal an sie ran. Ja, wer...
Ganz doofe Geschichte, Ticket. Aber wie sollt ihr denn die Kurve kriegen hier? Wir versuchen einfach die anderen mal einfach zu ignorieren. Und versuchen mal, dass die uns nicht so sehr sehen. Mach mich nicht wütend. Oh, wie putzig. Verfolgen die. Und gleichzeitig verfolgen wir, wenn wir verfolgen. So, wir sind ein bisschen gesucht. Das können wir vergessen, so. Das wird nichts. Ja, dann gehen wir halt mal kurz auf. Dann müssen wir die ganze Kacke nochmal starten. Mal sehen, wie lange. Oder wo es neu anfängt. Neuer Versuch. Jetzt sind wir hier. Wir starten die ganze Mission neu. Ja. Das ist natürlich ganz doof. Ignorieren wir mal ganz kurz den Freund, weil zu Fuß kriegen wir uns nicht einholen. Sollte nur keine andere Polizei gerade aufkeuchten. Ah, das Ticket wird schon durchsichtiger. Lohnt sich das da abzubiegen? Ne, wir fahren einfach mal weiter. Das Ticket müsste ja langsam mal verwelken. Ja, jetzt ist es weg. Es ist das Nervige, dass halt diese Fußstreifen, die du ja überall hast, natürlich dir auch die Tickets aufdrücken können. Wie zum Beispiel er da wieder schon wieder. Okay, ich bewege mich nicht, ich fahre einfach weiter. Okay, ihr müsst jetzt hier so spontan abbiegen. Hoch in das schicke Edelviertel hier. Oh, Ticket sind wir auch wieder los. Oh, wo müssen wir? Kommen wir da am günstigsten? Ja. Ja, fahren wir einfach mal weiter, bis da kommen wir bis zum Kreisverkehr. Aber diesmal wissen wir ja, in welche Richtung die fahren. Dann, wenn wir da keinen Unfall bauen, werden wir uns da mal ein bisschen anders positionieren, denke ich mal. Und zwar werden wir mal kreisverkehrmäßig hier lang rumfahren. Okay, da geht gar kein Weg raus. Ich wollte mich da gerade abbiegen. Gut, fahren wir sinnlose Runden im Kreisverkehr. So, das heißt, wir werden jetzt hier abbiegen. Oh, und da kommen wir nicht von hinten. Da sind wir gleich in die Fahrtrichtung. Da sind wir in Fahrtrichtung, wo wir hin müssen. Das ist super. Okay, wir rollen mal ganz entspannt hier lang weiter. Ignorieren wir das Ticket. Weil es ist bestimmt super, wenn wir wieder mit Ticket. Schade, dass es hier keine klare Anzeige gibt, wie lange das Ticket. Ach, so ein Mist. Wir hätten den Gaspar erst aus Maul hauen müssen. Aber ich denke mal, das tun wir jetzt nicht nochmal an, dann laden wir das einfach nochmal neu. Hatten die ganze Fahrerei umsonst gehabt. So ein Mist aber auch. Oh, hier aussteigen. Wie gesagt, ich hab's mit dem Spiel. Es nervt mich ja tierisch momentan. Hey, du. Heißt du vielleicht Joe? Da bist du falsch. Ich heiße Pete. So, das ist der Pete wieder. Na, dann bin ich George. Tut mir leid für dich. Weißt du was, das ist mir zu doof. Wir hauen die gleich mal aufs Nase hier. Okay, das reicht. Ich sag's dir.
Na dann erzähl doch. Hör jetzt auf! Ich verrate dir auch alles! Ich bin ganz Ohr. Frank hat mit den Bullen abgemacht, dass sie nach Europa schleusen, wenn er in die Kassenbücher geht. Du solltest dich beeilen, er reist nämlich heute ab. Sie halten ihn in einem Schuppen gegenüber den Tennisplätzen in der Oak Alley versteckt. Mehr weiß ich nicht. Jetzt lass mich in Ruhe, du Ratte! Du hast mir sehr geholfen, Joe. Komm das nächste Mal schneller zur Sache. Ja, das hilft uns allen nämlich. Oh. Jetzt will man auch, wo wir hin müssen. Ja, ist ja gut. Ist der irre. Also, dass mich dieses Spiel schon an Nerven gekostet hat. Erstmal permanent die Polizei. Das nächste Problem ist die Aufnahme. Das läuft nicht so wie gewohnt. Normalerweise nehme ich ja mit PlayClaw 6 auf. Das ist halt ganz praktisch. Hast du Videospur, Audiospur. Alles schön separat. Kannst du halt nach schön in der Post-Production schneiden. So. Will nicht. Mafia kann ich damit... Mafia lässt sich damit nicht aufnehmen. Das bedeutet, ich muss das Ganze wieder mal mit dem Oldschool-Tour Dextory aufnehmen. Weil Raps wollte ich mir da nicht antun. OBS ist nicht so meins, weil du hast kein Overlay. Also. Die letzten Aufnahmesession waren immer wieder, hat mich aufs Desktop gerissen. Das heißt, ich durfte jedes Mal schneiden und stücken. Diverse Aufnahmesession, die in die Hose ging, weil irgendwas schief ging, Platte vollgelaufen wird. Also das Spiel ist echt der Fluch. So. Aber es scheint jetzt erstmal so weit, wenigstens die Folge zu laufen, dass ich nicht permanent schneiden muss. Okay, immer die Baustelle. Okay, Baustelle. Aber auch ein schönes Element hätten sie eher dafür mehr davon reinbauen. Kurve ein bisschen schneiden. Polizei ist keine in Sicht. Zum Glück sehen die Taxis jetzt definitiv anders als die Polizei aus. Oh. Wir nehmen mal gekonnt die Abkürzung durchs Grüne. Hat ja keiner gesehen. Auf dem Rasen sind auch keine Spuren. Dann hier lang rum, weil wir wollen ja von hinten ran. Gott, der war derjenige, der uns letztes Ticket aufdrücken wollte, weil wir ja umsonst hergefahren sind. Ja. Aber jetzt. Da vorne ist Polizei, die ist egal, die fährt in die andere Richtung. Wir biegen ab. Jetzt haben wir da auch das rote Kreuz. Aha. Sieht aus, als wären wir da. Okay. Okay, Highway Patrol. Ja, hup mir rum. Mann, das war knapp. Die sind ganz schön besorgt um Frank, wenn sie in einem gepanzerten Wagen rumfahren. Ich hänge mich mal an sie ran. Ich bin auch besorgt um Frank. Und zwar, dass er irgendwelchen Mist erzählt. Und ein bisschen Gas geben, damit wir mal hinten rankommen. Okay, fährt auch ein komisches Stil, unser Freund da vorne. Aber hier müssen wir mal ein bisschen mehr auf die Geschwindigkeit jetzt achten. Oh, hoffentlich verwirkt das Ticket. Okay, der fährt wenigstens sauber Kreisverkehr. Zum Glück haben wir ein Auto, was völlig unauffällig ist. Weil davon fahren gefühlt 100 rum, ja. Jedes zweite ist weiß. Hoppala rum. Okay, wenn die anderen Autos nicht wären, würde die Verfolgung dann leichter gehen. Oh, schön durch die Baustelle. Da blockiert er das Ganze. So eine Kacke aber auch.
Mal gucken, ob wir die wieder einkriegen. Da zum Glück gibt es nicht viele Möglichkeiten, wo sie hin sind. Na, da vorne fahren sie. Mal nicht so dicht auffahren hier. Oh. Im Prinzip wissen wir ja, wo sie hinfahren. Wir fahren ja nur gemäßig hinterher. Spannend ist auch bei der Verfolgungsjagd hier. Ah, da sind sie. Bei der das Taxi. Da vorne sind sie. Bei der Verfolgungsjagd hast du auch keine optische Hilfe. Da ist nichts, was dir anzeigt. Huh, da vorne sind sie auf dem Radar nicht. Kein roter Pfeil, kein nix. Muss den Ding wirklich echt hinterher fahren. Richtig oldschool-mäßig. Oh. Und dabei aufpassen, dass du nicht zu schnell bist. Ich weiß ja gar nicht, was passiert, wenn die uns entdecken und wenn wir zu dicht drauf fahren. Habe ja auch keinen Bock, das jetzt herauszufinden. Lieber mal Abstand halten hier. Oh. Der einzige, der uns erkennen kann, ist ja Frank. Turbo spannt 75 hier lang. Das ist sogar noch langsamer als der Tempomat, das er zulassen würde. Weil der Tempomat wäre 60. Das heißt, wir müssen extrem beschissen hier fahren. Oh. Okay. Warum die alle so komisch Platz machen und warum der da im Grün steht, das weiß auch keiner. Okay, da sitzt er. Uiuiui, voll gerammt die Karre. Warum die alle ausweichen, das weiß auch keiner so richtig. Und warum die so komisch ausweichen, das weiß das recht keiner. Ja, ja, der Flughafen. Was für eine Überraschung. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet, dass er da hinfahren. Jetzt, wenn ich zum Hof. Erledige Wache, hol dir das Kassenbuch. Okay. So. Das heißt, Kassenbuch holen. Okay, der rennt weg. Wird er mal wild über den Haufen geballert. Willst du mich wütend machen? Okay. Nein. So. Kommt rüber, er ist hier. Nein. Ich will doch nicht sterben. Da solltest du vielleicht nicht im Weg gehen, Alter. Okay, Frankie flüchtet. Okay, mal gucken, was sie also dabei hatten. Hm. Der eine hat ja eine Thompson gehabt. Die hätte ich ja gerne mitgenommen, aber gut, ist nicht. Wo ist er denn so hingerannt? Ich habe Frau und Kinder. Tu es nicht. Okay. Hätte ich mich beeilen sollen und gucken, wo er hinrennt. Von wo? Von wo? Ah, da! Kämpfen wir wie Männer.
Okay, da sind wir umgefallen. Ist jetzt auch nicht so wild, weil die Zeit ist halt rum nach dieser Chaos-Folge. Ich hoffe mal, ihr hattet trotzdem Spaß. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, netten Kommentar runterschreiben, wie dämlich ich doch bin. Solches, ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.